Herzlich willkommen. Heute habe ich was ganz Feines. Ein bisschen Spielkram, aber man hat es ja schon in der Überschrift gesehen. Eine Wasserpistole, die Spira 2. Ich habe mich letztes Jahr geärgert, dass ich mir die Spira 1 nicht geholt habe, aber das holen wir heute nach. Noch nicht ausgepackt. Das machen wir jetzt zusammen. Tada! Dann wollen wir das feine Ding mal auspacken. So, wie geht das jetzt auf? Auf der falschen Seite. Oder vielleicht auch sogar auf der richtigen. Ah, ein Quickstart Guide. Was haben wir denn hier? Ah ja, Join the Team. Wie gesagt, es gibt die ja in zwei Farben. Ich habe mich für die blaue Variante entschieden. Wirkt freundlicher. Was haben wir denn alles dabei? Ein USB-Ladekabel, USB-A auf USB-C. Das scheint es gewesen zu sein. Und was da drunter liegt? Jede Menge Krams. Irgendwas mit Warnung ignorieren wir mal geflissentlich. Und ein User-Manuell, eine Gebrauchsanleitung. Ja, die brauchen wir erst nicht. So, dann haben wir das gute Stück hier. Hier ist nochmal ein Quickstart Guide. Ja, netter Karton. Kommt erstmal zur Seite. Ja, das war's schon. Also ich muss sagen, ist recht schwer und da ist noch kein Wasser drin. Aber dass wir auch die Spira 2 haben. Hier steht's, Spira 2 Mark 1. Engineered in Germany, assembled in China. Alles ganz schick. CE-Zeichen, FC. Oh, was steht sonst noch Scheines, Feines drauf? Only use clean tap water. Ja, alles klar. Und natürlich noch die maximale Eintauchtiefe, wenn man nachlädt. Aber ich muss sagen, liegt gut in der Hand. Wirkt sehr futuristisch. Schalten Sie mal an. Ja. Akku lassen wir gleich erstmal laden. Ja, man sieht jetzt auch noch nicht viel. Aus. Wie gesagt, hier unten ist der Schalter, der Trigger zum Schießen und zum Auffüllen. Ja, das war das Unboxing. So, jetzt seid ihr dran.
Möchtet ihr was Spezielles über das Bayern-Tour wissen? Möchtet ihr was Spezielles sehen? Schreibt mal in die Kommentare. Oder habt ihr sogar schon die Spider One? Oder auch schon die Spider 2? Schreibt in die Kommentare und dann schauen wir mal, was wir da machen können. Ich denke mal am Wochenende jetzt ein paar Praxistests geben. Und ja, ich bin gespannt. Und jetzt lasst ein Abo und ein Like da. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das Ding. Erstmal laden.